Der hinterlistige Heinrich. Die Mutter sprach: O Heinrich mein, nimm diese Brezen, sie sei dein. Der böse Heinrich denkt sich gleich: Jetzt fange ich Gänse auf den Teich. Ein junges Gänslein schwamm ans Land. Schwapp hat es Heinrich in der Hand. Es schreit und zappelt fürchterlich. Die Alten sind ganz außer sich. Jetzt fasst die Gans den Heinrich an, wo sie zunächst ihn fassen kann. Der Heinrich fällt auf seinen Rücken. Am Ohr tun ihn die Gänse zwicken. Sie fliegen dann, oh weh, mit Heinrich fort und in die Höhe. Hoch über seiner Mutter Haus. Da lassen sie den Heinrich aus. Der fällt ganz schwarz und über Kopf. Der Mutter in den Suppentopf. Mit einer Gabel und mit Mühe zieht ihn die Mutter aus der Brühe. Hier sieht man ihn am Ofen stehen. Dem Schlingel ist ganz recht geschehen. Die Gänse aber voll Ergötzen verzehren Heinrichs braune Brezen.